Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk und heute soll es um das Thema Server-Mashing gehen. Ihr wart ja sicher dabei am Wochenende beim Playtest auf dem Tech-Preview-Channel und ich will heute mal im Let's Talk so ein bisschen einordnen. Was ist das Server-Mashing, was macht das, was bringt uns das eigentlich, wo führt die Reise hin, wo kommen wir her, das Ganze mal so ein bisschen von allen Seiten beleuchtet und das dürfte, glaube ich, ganz interessant werden. Es gab auch viele Fragen dazu, die versuche ich hier aufzugreifen und auch zu beantworten und dann schauen wir mal, wo wir am Ende dann landen. Kommt dann heute gerne in den Stream mit rein, heute Nachmittag, denn der nächste 3.23 Evocati Report steht bevor. Es soll heute noch ein Patch auf den Evocati draufkommen mit 3.23 mit weiteren neuen Features, die bisher noch nicht drauf waren und das heißt, ich kann euch nachher, wenn alles klappt, richtig viel erzählen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Jetzt ist der Patch aber noch nicht da. Ne? Also da nicht wundern, dass ich jetzt noch nichts dazu sagen kann. Wir müssen mal gucken, wie es dann läuft. Aber danach im Stream auf jeden Fall eine ganze Ecke mehr. Und wir starten heute auch unser März-Monats-Giveaway, nämlich eine wunderbare Banu Merchantman mit lebenslanger Versicherung. Denn wir haben Platz 3 der Weltrangliste der Referral-Codes quasi erreicht. Also diese Rangliste da und ihr wisst, ich mache nicht allzu viel aus solchen Zahlen, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein guter Anlass, mal so ein bisschen was zurückzugeben in einer größeren Form. Und deswegen gibt es jetzt im März eine Merchantman für euch. Also, ne, kommt dann rein, Link ist unten im angepinnten Kommentar. Wir spielen auch Xenothread und schauen mal, was noch alles heute passiert. So, nun aber zum Thema Server-Mashing. Wir fangen mal ein kleines bisschen weiter vorne an. Wo kommen wir eigentlich her? Was ist das überhaupt? Was soll das überhaupt für ein Kram bringen letztendlich in Star Citizen? Also erstmal, Server-Mashing ist eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, der heilige Gral von Star Citizen. Ohne Server-Mashing gibt es dieses Spiel, jedenfalls in der Form, wie es gedacht ist, nicht. Und deswegen ist es extrem positiv, dass Server-Mashing endlich da ist, dass es auf dem Tech-Preview durchaus erfolgreich getestet wurde. Wie erfolgreich, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und ja, damit steht und fällt das ganze Projekt, kann man schon durchaus so sagen. Die Grundidee von ganz früher, vom ganz alten Star Citizen, ist ja längst weg. Also diese alte Idee, die so ein bisschen in diese Starfield- oder Freelancer-Richtung ging, dass man sagt, wir haben ja Planeten, wir haben 100 Sternsysteme, wir haben Monde und dies und das und jenes und du hast an diversen Stellen solche gescripteten Landeanimationen, wo du runtergehst, ne? So wie bei Starfield eben, und dann ist da irgendein Point of Interest und da kannst du ein paar Quests machen, das ist längst vom Tisch. Wir sind ja mittlerweile an dem Punkt, wo man überall frei landen können soll und auch überall irgendwas sein könnte. Und die ganze Welt super immersiv sein soll und dass Schiffe abstürzen und dann später daraus Wracks entstehen und die können dann wieder umgemodelt werden oder gesalvaged werden können. Und ja, eben so eine richtig reale, fast schon eine richtige reale Welt, die es in der Form auch so nirgendwo in der Gaming-Welt gibt. Und das Problem bisher war immer, und ist es auch übrigens weiterhin noch, dass der Server an seine Grenzen kommt. Ich glaube, jeder, der Star Citizen schon mal gespielt hat, der ist sich darüber bewusst, dass die Server-Framerate und die Latenzen und Desyncs und andere Sachen, auch Server-Crashes, zur Tagesordnung gehören und dass es eben alles nicht wirklich rund läuft und teilweise richtig schlimm sein kann. Jedenfalls gerade so Hochzeiten, ne? Mit Freefly, mit Events und so, da ist teilweise richtig, richtig schlimm zu spielen. Und ich denke, für den Kontext ist erstmal wichtig zu verstehen, woran das eigentlich liegt. Das Spiel Star Citizen basiert ja auf der sogenannten Star Engine. Das ist eine ehemalige Cry Engine, die CRG massiv umgemodelt hat. Guck mal, ein eigenes wieder zu machen zur Engine. Vielleicht, wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es mal in die Kommentare. Aber das Credo ist seit Ewigkeiten schon, wir bauen die Spielwelt in Object-Containern. Das ist sozusagen das Entscheidende. Das heißt, alle Dinge, die es im Spiel gibt, die liegen sozusagen vom Coding her in Object-Containern. So ein Object-Container ist nichts anderes als einfach ja quasi eine Kiste, eine Kugel eigentlich, streng genommen. Und in der Kugel sind Sachen drin und diese Sachen, die drin sind, die werden nur dann ausgepackt, wenn ich sie brauche. Das heißt zum Beispiel, das ganze Stanton-System ist ein Object-Container. Und in diesen Object-Container sind noch andere Object-Container drin. Ne, zum Beispiel Crusader, inklusive seiner Monde, ist auch ein Object-Container. Und New Babbage, Microtech und seine Monde ist auch ein Object-Container. Ne? Und wenn ich jetzt mich diesen Sachen nähere, wenn ich also quasi weiter reingehe ins Spiel, zum Beispiel, ich fliege jetzt Crusader an, dann fliege ich Orison an, dann
habe ich eben einen weiteren Object-Container, der ausgepackt wird, nämlich die Stadt Orison. Das heißt, wir bewegen uns im Spiel dauerhaft in einer bestimmten Streaming-Bubble, also einer Art Kugel um uns herum. Und wenn diese Kugel an die Grenzen von einem anderen Object-Container stößt, dann wird der sozusagen für uns ausgepackt. Und im Umkehrschluss, wenn wir uns aus dem Object-Container entfernen, dann wird er eingepackt. Und das Ganze nennt sich letztendlich nur einfach Object-Container-Streaming. Das haben wir schon seit vielen Jahren im Spiel, und zwar auf der Klientseite. Das heißt, wir selber, mal als Beispiel, irgendwer stürzt mit einem großen Raumschiff in Area 18 A-Corp ab, und wir sind aber gar nicht dort. Dann merken wir davon nichts. Wir haben keine schlechteren FPS deswegen. Und diese Technik ist erstmal an sich nichts Besonderes. Das gibt es bei ganz, ganz vielen Spielen, ist eigentlich völliger Standard in der gesamten MMO-Welt. So. Nun ist es aber so, dieses Object-Container-Streaming, habe ich gerade gesagt, gilt natürlich nur für den Klient, also quasi für uns als Spieler. Wir sind die Klienten. Es gilt aber nicht für den Server. Der Server musste bisher und muss auch jetzt aktuell immer noch alles parallel berechnen. Nun ist es halt so, dass man gesagt hat bei CRG, wir können die Welt aktuell nicht wirklich aufsplitten in mehrere Server. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Wir machen es anders. Wir machen quasi ganz, ganz viele Shards. Und ein Shard ist quasi die Spielwelt. Also das Stanton-System zum Beispiel ist ein Shard. Und wenn jetzt zum Beispiel das Pyro-System noch hineinkäme, dann wäre dieses Pyro-System gemeinsam mit Stanton auch in einem Shard drin. Das sind nicht zwei verschiedene Shards. Also wir müssen erstmal kurz hier festhalten, ein Shard entspricht einer Spielwelt. Und weil aber CRG nur begrenzte Kapazitäten hat, wie jedes Spiel sonst auch, ist es bisher so, da man eben sagt, so ein Shard, der hat zum Beispiel 100 Spieler als maximale Größe, die können dort rein und die teilen sich dann irgendwie auf in diesem Stanton-System. Und wenn wir mehr als 100 Spieler haben, dann öffnen wir einfach einen zweiten Shard. Das sind diese Shards, die viele von euch vielleicht auch fälschlicherweise als Server bezeichnen, was es halt nicht ist, die wir parallel haben. Also wir haben aktuell hunderte, vielleicht sogar teilweise tausende von gleichzeitig aktiven Spielwelten mit jeweils 100 Spielern drauf. Und der Plan von CRG ist nun, das irgendwie zu vereinheitlichen. Das heißt zu sagen, wir wollen gar nicht ganz, ganz viele kleine Shards haben, sondern wir wollen im besten Falle einen einzigen. Also eine einzige Spielwelt mit allen Sternensystemen drin, die es dann irgendwann gibt. Ne? Stanton, Pyro, Nyx und so weiter. Und in dieser Spielwelt sind dann logischerweise nicht 100 Spieler, sondern 10.000. 100.000, 1 Million und so weiter und so fort. Das heißt, das Ziel ist, die Anzahl der Spielwelten zu verringern und die Menge der Spieler pro Spielwelt parallel zu erhöhen, bis man irgendwann bei einer Spielwelt ist. Das ist das ultimative Ziel. Ob sie das schaffen, ist eine ganz andere Geschichte, aber das ist halt nun mal der Plan. So, um dieses Ziel zu erreichen, muss CIG die Server anders strukturieren, beziehungsweise sie müssen den Servern erlauben, dass sie das Gleiche tun, was wir auch machen, also Object Container Streaming. Und genau deswegen haben sie in Alpha 3.18 letztes Jahr im März das Persistent Streaming reingebracht, ne? Also das PES, Persistent Entity Streaming. Diese Technik ist sozusagen eine Erweiterung des bisherigen Object-Container-Streamings und sorgt dafür, dass der Server sich quasi merkt, wo war was, ja, und das dann wieder hin platzieren kann, weil bisher war das Streaming serverseitig zwar möglich, aber nur mit statischen Objekten, die immer dort sind, also mit fest reinprogrammierten Locations. Seit 3.18 kann theoretisch jedenfalls jede dynamische Einheit, also zum Beispiel ein abgestürztes Wrack vom Spieler oder ein normales Schiff oder eben auch andere Sachen, die bleiben sozusagen in der Open World persistent auf der Spielwelt gespeichert. So, was jetzt noch fehlt, ist, dass der Server tatsächlich sich mit anderen Servern absprechen kann. Weil das ist ja eigentlich der Hintergrund von Server Meshing. Wenn ich die Anzahl der Spielwelten verringere, dann muss ich ja einer Spielwelt mehr als einen Server geben. Und das ist bisher nicht der Fall. Also wir haben momentan wirklich einen Server pro Spielwelt. Und wenn Sie jetzt hochgehen und sagen, okay, wir machen es anders, wir machen jetzt zum Beispiel nicht mehr 100 Spieler für eine Spielwelt, sondern wir gehen auf 400 Spieler für eine Spielwelt, dann brauchen Sie auch mehr Server. Weil der eine Server, der schafft ja nicht die ganzen Spieler. Also brauchen Sie das Server-Mashing. Und deswegen kam noch was anderes in 3.18 rein, nämlich der Replication Layer. Der kam zumindest von der Grundbasis her rein, war aber noch nicht wirklich aktiviert. Auf dem Tech Preview Channel hingegen ist er das schon.
Und das Besondere hier ist nun, dieser Replication Layer, also wir können es auch auf Deutsch sagen, die Replikationsschicht, ist quasi wie ein eigener Server, ein eigener Dienst. Ja? Und dieser kümmert sich um alle Belange in der Spielwelt. Das heißt, der kommuniziert mit den Spielern, das heißt, der gibt quasi die Informationen hin und her, der kommuniziert auch gleichzeitig mit den Servern und er hält die Spielwelt. Das heißt, man könnte es auch vielleicht bezeichnen als eine Art übergeordneter globaler Server. Das Wichtige ist aber, dieser Replication Layer, der kann jetzt nicht das, was ein normaler Server sonst kann. Also er kann weder KI berechnen, noch irgendwelche Schadensberechnungen durchführen, noch sonst irgendwelche Planetenrotationen oder was weiß ich, solche Dinge. Das macht er alles nicht, sondern er ist nur zum Datenaustausch da, was bisher der Server gemacht hat. Und mit dem Tech Preview Channel haben wir genau das auch getestet. Wozu braucht man das? Nun, relativ simpel. Ich brauche das, damit mehrere Server miteinander kommunizieren können. Das heißt, ich brauche das auch, um mehrere Server in dieselbe Spielwelt reinzubekommen. Und das Ziel ist nun, dass man nicht nur mehrere Spieler in einer Spielwelt hat, sondern zusätzlich auch mehrere Server für dieselbe Spielwelt hat. Also wir haben quasi ein Replication Layer für eine Spielwelt. Und diese Spielwelt hat mehrere Spieler und mehrere Server. Die Server, so kann man sich das mal ganz vereinfacht vorstellen, sind angebunden genauso wie wir auch. Also wie ein Spieler. Das Ganze nennt sich jetzt statisches Server-Meshing. Statisch, weil, wir haben das ja getestet auf dem Tech-Preview, es gibt harte Grenzen im Star Citizen-Universum und an diesen Grenzen switcht man quasi, wenn man sie überschreitet, den Server. Das Schöne und das Spannende an der Sache ist, die Grenzen entsprechen den Object-Container-Grenzen. Das heißt, wenn ich jetzt den Object-Container von zum Beispiel Arkup verlasse und dann zum Mond rüberfliege, dann ist genau diese Grenze, wo der A-Corp Object-Container endet und der andere anfängt, auch automatisch die Server-Grenze. Das heißt, wir können sehr, sehr gut feststellen, wo ist der Object-Container zu Ende und wo switche ich jetzt auf einen anderen Server und was passiert dann. So, das war jetzt ganz, ganz viel Technik, bla bla. Das ist aber wichtig, um zu verstehen, was jetzt kommt. Denn es ist eine unfassbar geile Technik. Wir haben es getestet und ich hoffe, dass es hier gerade in dem Moment auch so eine Szene davon gerade läuft. Ich gucke mal, ob ich es hinkriege. Man kann tatsächlich mit seinem Raumschiff über die Grenze fliegen, auf den zweiten Server quasi rüber. Dann steigt man aus dem Raumschiff aus, geht zurück auf den Server von eben, das ist nur ein paar Meter mit dem EVA fliegen, und dann sieht man sein Raumschiff, obwohl man auf einem anderen Server ist, immer noch. Das ist wichtig zu wissen. Also ich bin auf Server 1 und das Schiff ist auf Server 2. Es ist nicht derselbe Server. Und ich kann sogar mit dem Schiff interagieren. Ich kann drauf schießen, man sieht, dass der Schaden auch ankommt, das Schild macht seine Schildeffekte und, und. Ich kann diverse sehr, sehr coole Sachen machen. Ich kann beispielsweise auch Multiplayer-mäßig das Ganze hinkriegen. Ne, hier mal eine Szene, der liebe Kaltal, grüße gerne an der Stelle raus, der hat mit dem Traktorstrahl eine Trading-Kiste gehalten, die nicht im Cargo-Grid drin steckte. Und ich bin währenddessen in den Server einfach geswitcht. Und man sieht nichts. Es funktioniert einfach. Es ist so, als wäre nie was anderes gewesen. Und das zeigt, wie unfassbar gut diese Technik jetzt schon in Star Citizen integriert ist. Was uns eben wieder zurückbringt zu der Vorgeschichte, dass die Welt eben bereits von Natur aus, von CRG auf der ganzen Engine-Ebene und auch serverseitig darauf schon immer ausgelegt war oder wurde. Das heißt, wir stehen hier nicht etwa am Anfang vom Server-Meshing, sondern wir stehen hier quasi am Ende. Wir stehen in der Implementierungsphase vom statischen Server-Meshing. Und das ist eine sehr, 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 sehr gute Nachricht. Auch wenn es noch einige Probleme gibt, wie beispielsweise, dass Quests abgebrochen werden oder dass der Quantum Drive abbricht, wenn man die Servergrenze überschreitet und noch viele weitere kleinere Sachen, das ist aber alles nicht so tragisch, muss man ganz ehrlich sagen. Für den ersten Test war das Wochenende wirklich grandios. Was nicht so gut lief, war dann das Ganze zu vergrößern. Also das Basic Line-Up quasi war immer, wir haben eine Spielwelt, wir haben zwei oder vielleicht nochmal drei verschiedene Server, die parallel online sind in derselben Spielwelt und wir haben etwa 200 Spieler. Das lief richtig gut. Und hier kommt eben auch dieser 30K Recovery mit zum Einsatz, denn dadurch, dass die Server nicht mehr die Spielwelt verwalten, sondern der Replication Layer, ist es nicht schlimm, wenn ein Server abstürzt. Das macht nichts. Dann geht er kurz in diesen Recover-Modus rein. Das läuft alles normal weiter, man selber hängt vielleicht kurz, weil man auf dem Server drauf ist und dann geht es nach ein oder zwei Minuten einfach weiter. Super Sache. Aber in den Stresstests hat CRG festgestellt,
Man kann das nicht unbegrenzt nach oben skalieren, aktuell jedenfalls nicht. Wir haben das mit 400 Spielern gesehen, wir haben es mit 500, mit bis zu 800 Spielern, mit 5 oder 6 oder 7 Servern parallel. Und dann sieht man, dass es dann doch diverse Probleme gab. Und das war auch letztendlich der Sinn vom Tech Preview. Also einmal diese normale Basis abzuchecken, diese zwei Server oder 200 Spieler. Und dann auch mal an die Grenzen zu gehen. Und die Grenze war etwa bei 796 Spielern. Ich glaube, das war der Rekord, den wir da hatten am Samstag. Und das ist schon eine ordentliche Zahl. Das ist fast eine Verachtfachung der aktuellen Spielergrößen pro Chart. Und das ist schon wirklich enorm. Es lief aber auch wirklich unterirdisch. Also es lief richtig, richtig, richtig schlecht. Man konnte quasi nichts machen. CRG hat viel dabei gelernt, haben sie geschrieben. Die Serverteams von CRG haben das Ganze sich angeschaut, parallel. Sie haben verschiedene Tunings gemacht, haben Hotfixes aufgespielt und. Und sollten hoffentlich es daraus ihre Schlüsse ziehen, die hoffentlich, das muss man natürlich immer noch hoffen jetzt, sie dazu bringen, das Ganze noch zu lösen. Denn 800 Spieler ist schon mal ganz geil, aber es ist kein Vergleich mit einer Million Spieler gleichzeitig und Hunderten von Servern oder Tausenden von Servern, die parallel das Ganze verwalten. Das heißt, sie haben aktuell tatsächlich ein Skalierungsproblem. Das klingt aber schlimmer, als es ist. Also das ist an sich gar nicht so tragisch. Das war auch abzusehen. Es ist natürlich klar, wenn du das erste Mal öffentlich auch eine neue Technik testest, raus aus dem Labor, richtig in die normale Welt quasi, dann kommst du natürlich an irgendwelche Grenzen und das ist wichtig, dass sie die gesehen haben und dann entsprechend da jetzt handeln können, Anpassungen vornehmen können. Das ist doch relativ neu und ich glaube nicht, dass Server Meshing vor Sommer kommt. Also die Tests waren sehr, sehr positiv, aber ich hatte auch ein bisschen meine Bauchschmerzen. Vielleicht bringen sie schon vor dem Sommer eine erste Server Meshing Variante raus auf dem Live-Server, es kann sein. Ja, Stichwort 3.24. Ist nicht unmöglich, dann ist es aber noch keine richtig gut vollendete Server-Meshing-Form, dann ist es vielleicht die Form, die wir es auch getestet haben. Ne? 2-3 Server, 200-300 Spieler und dann ist vorbei. Das lief wirklich sehr stabil. Es ist auch die Frage, wie nachhaltig das Ganze stabil läuft. Also nur weil es mal 1-2 Tage läuft, heißt das nicht, dass es auch ein paar Monate lang am Stück läuft. Ne? Das muss man eben alles mal sehen. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Rechnet mal eher im Sommer damit oder Sommer-Herbst, sage ich mal, ne? 4.0 eben. Ich tippe mal auf September oder sogar erst Dezember, je nachdem, wie sie jetzt hier vorankommen. Aber trotzdem, es ist eine fantastische Technik, die wirklich, abgesehen von diesem Skalierungsproblem, richtig, richtig gut funktioniert hat und das im allerersten richtigen Test. Und das Schöne ist eben, wenn sie das hinbekommen, dann wandern wir auch Step-by-Step in eine dynamischere Welt, also auch dynamisches Server-Meshing dann später. Das heißt, die Server können nach Bedarf sozusagen aktiviert sozusagen werden oder deaktiviert werden. Also wenn ich irgendwo eine große Raumschlacht habe, dann packe ich da mehrere Server hin, ne, 3, 4, 5, es macht ja nichts, es ist kein Problem. Und dann ist dort die Performance da, dann habe ich da 60 Server-FPS oder 100, wie viel auch immer ich brauche. Und andere Locations, wo gerade kein Mensch ist, die werden quasi rausgestreamt, da brauche ich gar keine Serverleistung haben. Das ist dann das Dynamische, was dann letztendlich wahrscheinlich am Ende steht, wenn wir dann in die Beta gehen. Also meine Prognose hier ist, die Alpha 4.0 ist sozusagen nicht der letzte Alpha-Patch, aber der letzte große Alpha-Patch. Die 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 und so weiter, die sollten dann den Weg ebnen und irgendwann kommen sie an diesen Punkt, wo das dynamische Server-Meshing funktioniert und auch der Content für Star Citizen drin ist und dann würden sie wahrscheinlich in die Beta switchen. Ne? Aber da ist noch lange hin, der Weg sieht aber schon mal wirklich gut aus. Wir waren noch nie so nah dran am Server-Meshing, noch nie so nah dran an einem fertigeren Spiel und das Ganze noch gepaart mit den ganzen Features von 3.23 und 3.24 und so weiter, das ist absolut genial. So, und selbst mit dem statischen Server-Meshing, wenn wir erstmal nur davon sprechen, können sie auch schon eine ganze Menge cooles Zeug machen. Beispielsweise können sie im Prinzip beliebig viele Sternensysteme online bringen. Ja, das ist gar kein Problem, wenn das funktioniert. Pyro, Nyx und so weiter, wir können die Spielfeld massiv vergrößern und sie können jederzeit natürlich sagen, wir bringen jetzt einfach mit dem Patch zum Beispiel mehr Server in die Spielwelt. Das können sie sogar theoretisch on the fly machen. Das heißt also einfach so währenddessen sagen, okay, wir schalten jetzt noch einen vierten, fünften Server instant rein für die nächsten Charts, die online gehen. Die alten Charts gehen irgendwann offline, ne? Gar kein Problem. Das können sie alles machen und ich denke mal, wir könnten schon bald Spielerzahlen pro Chart, also pro Spielwelt, von 200 bis 400 sehen. Das halte ich für durchaus realistisch. Darüber hinaus
bin ich aber noch ein bisschen skeptisch. Aber immerhin, wir kommen von 25 oder von 26, weiß gar nicht, das war mal die Zahl früher, die wir pro Spielwelt hatten. Und die Spielwelt war winzig, da war nur Port Odessa. Ne? Jetzt sind wir bei 100 bis 150 und dann hoffentlich bald nochmal eine ganze Ecke mehr. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie der Plan letztendlich aussieht mit den nächsten Tech-Previews, ob sie jetzt jedes Wochenende sowas starten oder erst nächstes Wochenende wieder oder dieses schon, keine Ahnung. Warten wir es mal ab und gucken drauf und dann schauen wir mal, ob auch mal das Pyro-System mit dabei ist, dass wir auch wieder nach Pyro dürfen. Das dürfte ja auch durchaus mal wieder auf dem Plan stehen, zum Testen natürlich im Tech-Preview. Und da bin ich mal gespannt, was ihr von der ganzen Sache haltet. Schreibt mir eure Sichten in die Kommentare und sagt mir mal, ob das für euch jetzt soweit cool war mit dem Server-Meshing, der Test wieder für euch funktioniert hat und ob auch das Let's Talk hier euch so ein bisschen weitergeholfen hat, nochmal so ein bisschen, ja, eine Einordnung quasi für das ganze Thema zu bekommen. Ich glaube, das ist schon gar nicht so einfach, gerade für die, die jetzt nicht täglich sich damit beschäftigen. Und ja, haut's mir rein. Und dann sehen wir uns nachher im Livestream. Danke fürs Zuschauen oder fürs Zuhören und bis dann auf Twitch. Ciao. With 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your own?